Hallo und willkommen alle zu Aspen Instituts Tech und Covid-19 Serie. Mein Name ist Tyson Barker und ich bin stellvertretender Direktor beim Aspen Institut. Und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, am Tag vor dem 1. Mai. Ein sehr SPD-verbundener Tag natürlich. Und wir freuen uns, dass Sie alle dabei sind. Das ist das Dritte, das wir in dieser Serie machen, in Partnerschaft mit Google. Und wir freuen uns sehr, Saskia Esken, die Vorsitzende der SPD, bei uns heute dabei zu haben. Bevor ich Saskia Esken vorstelle, wollte ich ein paar Grundsatzregeln erwähnen bei dieser Runde. Und dann fangen wir mit einem sehr High-Octane-Gespräch zum Thema Digitalpolitik und Covid-19 an. Erstmals, das ist alles on the record, das wird auch aufgenommen und wird dann später auf das YouTube-Kanal von Aspen hochgeladen. Also alle Fragen, die gestellt werden, würden auch auf diese YouTube-Kanal kommen. Zweitens, wir wollen diese 40 Minuten möglichst interaktiv halten. Das heißt, wir werden Umfragen haben und wir werden auch 20 Minuten dafür halten, dass Sie Ihre Fragen stellen können. Und zwar sowohl schriftlich als auch mündlich. Wenn Sie eine mündliche Frage haben, dann bitte das digitale Hand da an der Seite hochhalten und Sie müssen es wieder runterbringen, wenn Sie Ihre Frage gestellt haben. Und ich würde sehen, wer eine Frage hat und ich würde Sie vom Namen nennen und dann können Sie Ihre Fragen stellen. Sie können auch schriftlich eine Frage im Q&A oder im F&A-Bereich einfach eintippen. Leider dieses Mal, weil wir jetzt auf WebEx sind, gibt es nicht die Möglichkeit, telefonisch Fragen zu stellen, aber wenn Sie hier mit uns übers Internet, das Portal dabei sind, dann ist das möglich. Das allerletzte Punkt, wie gesagt, das ist alles on the record. Wir haben natürlich eine Twitter-Präsenz, wie Frau Esken auch, wie die SPD auch. Und Sie können über diese Runde unter den Hashtag AspenTech20 tweeten und bitte auch Aspen Germany auf Twitter folgen. Okay, soweit zu den Housekeeping, jetzt zu der Runde. Wir freuen uns sehr, mit einer echten Politikerin, aber auch Informatikerin über dieses Thema digital und Covid-19 zu sprechen. Saskia Esken ist vom Nordschwarzwald, ist seit 1990 in der SPD als Mitglied, ist seit 2013 Mitglied im Bundestag und wie wir alle wissen, seit Dezember 2019 Parteivorsitzende der SPD. Also es ist knapp mehr als 120 Tage, dass sie in dieser Rolle arbeitet und ist damit wirklich mit einer großen Krise begegnet und muss damit auseinandersetzen. Sie ist auch, wie gesagt, Informatikerin und Mitglied im Digitalausschuss und in der KI Enquete-Kommission. Also sie ist wirklich eines der besten, mit dem wir dieses Thema besprechen können. Vielen Dank, dass Sie dabei sind, Frau Esken. Sehr gerne und vielen Dank, dass ich hier sein kann. Wenn wir so über die Zeit blicken, die wir haben, dann muss ich sagen, von den 40 Minuten sind 30 übrig. Ich muss auch tatsächlich auf die Bahn rechtzeitig, also lassen Sie uns sehen, dass wir gut reinkommen. Vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Ich bin in diesen Ausschüssen im Bundestag nicht mehr aktiv, leider, weil mich als Parteivorsitzende andere Aufgaben übernehme, aber sagen wir mal, die Hinwendung und das Verständnis für das Thema ist da. Ja, dann fangen wir sofort damit an. Die erste Frage, also wir haben so viele Tech-Lösungen und Tech-Möglichkeiten in dieser Krise gesehen, von A bis Z, wirklich von Apps bis Zoom Homeoffice. Was sind die Erwartungen? Sind die Erwartungen von Tech zu hoch? Wo sind sie angebracht? Und wo sehen Sie die Risiken und wirklich die Chancen in diesem Moment? Also, wenn wir jetzt von Apps reden, dann haben wir tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten schon fast, ja, also zumindest in mehreren Wochen, ein unerfreuliches Durcheinander erlebt in der Frage, was Corona-Apps, und da gibt es ja verschiedene Ideen, was die leisten könnten und die Vorstellung auch, dann könnten wir alle Kontaktbeschränkungen aufheben, wenn wir nur so eine App haben. Und das ist natürlich ein Überziehen der Erwartungen an Digitalisierung und an Apps. Wir können sehr gut, glaube ich, wenn wir das richtige Modell wählen, vielleicht kommen wir da auch im Detail noch drauf, will ich aber jetzt nicht zu tief machen.
sehr gut die Kontaktverfolgung, die derzeit die Gesundheitsämter leisten, viel besser leisten mit einer App. Aber wir dürfen auch nicht erwarten, dass wir 100% leisten, nur weil es Technik ist. Auch Technik ist fehlbar und auch Technik wirkt nicht hundertprozentig. Und wenn die Menschen nicht vertrauen in diese Technik, dann können wir gar nichts davon erwarten. Und deswegen ist es auch wichtig, da sehr transparent und sehr vertrauenswürdig und mit allen Rücksichten auf die Privatsphäre und auf die Datensicherheit, gerade wenn es um Gesundheitsdaten geht, auch verantwortungsvoll zu agieren. Also insgesamt ist jetzt für uns so eine Konferenz für Sie und für mich kein Thema. So was machen wir schon länger. Aber viele andere sind jetzt sehr neu in diesen Themen und wir haben auch sagen wir, in den klassischen Medien, auch im Fernsehen beispielsweise, in den Tagesthemen bekommen wir Bilder aus Wohnzimmern von Politikern, wo man früher gesagt hätte, sowas traut sich keiner zu senden. Aber wir sind jetzt auch ein bisschen geduldig miteinander, was die Einschränkungen anbelangt. Wir sehen aber auch, dass also ein Politiker, der jetzt im Tiefen, ohne ein Bundesland zu sehr herausgreifen zu wollen, Mecklenburg-Vorpommern meinetwegen wohnt, der könnte sich nicht abends in die Tagesthemen einschalten, weil dem reicht das Netz, das er da zu Hause hat, gar nicht. Und das ist natürlich ein großes Problem. Ja, erstmal ein ganz grundlegendes. Netz ist nicht alles, aber ohne Netz ist irgendwie alles nichts. Da funktioniert nichts. Das ist das eine, was vielen fehlt. Und das andere sind natürlich die Kompetenzen. Und da stellen wir jetzt auch fest, dass die Schulen, die ja auch auf digitale Methoden quasi zurückgeworfen sind durch die Schließung, dass die vorsichtig gesagt über sehr unterschiedliche Kompetenzlevels verfügen, sowohl auf Schülerseite als auch auf Lehrkräfteseite. Und da nicht nur mit der Ausstattung von Geräten, wo wir jetzt was gemacht haben für die Schüler mit Unterstützungsbedarf, aber auch bei den Kompetenzen müssen wir noch zwei Schippen drauflegen und vielleicht auch viel Geduld miteinander haben. Ich glaube, dass vieles von dem, was jetzt da einen Schub bekommt, dass vieles von dem auch über die Zeit hinaus wirken kann. Ich werbe bei Gaststätten, ich werbe bei Kulturveranstaltern und ich werbe bei Bildungsträgern dafür, sich ein bisschen was von dem und auch bei der Politik natürlich, von dem, was wir jetzt an neuen Methoden, Neuland erfinden, dass sich das auch bitte über die Krise hinaus tragen soll. Beispielsweise der Vorschlag, doch vielleicht mehr Homeoffice, auch ein Recht auf Homeoffice zu machen, damit die Leute eben weniger hin und her fahren müssen und besser ihre Arbeit mit Familienleben vereinbaren können. Wobei man in Klammern sagen muss, derzeit ist der Grad an Vereinbarung sehr überzogen. Diejenigen, die keine Kinderbetreuung haben und keine Schule, wo sie ihre Kinder hinschicken können, die können nicht 100% leisten zu Hause. Das wäre das Erwartete als Arbeitgeber, der denkt auch falsch oder hat selber keine Kinder oder weiß ich auch nicht. Ja, Sie haben viele Themen angesprochen. Eines Thema, was sehr wichtig ist, ist diese Idee von Homeschooling, wie man Schulen und Lehren zu Hause vermitteln kann. Natürlich haben wir das gesehen im Digitalpakt, dass das Versuch da war. Aber jetzt in diese Krisenzeiten, wo das einfach jetzt vom heute auf morgen eingesetzt werden kann, wie kann man das beschleunigen? Wie kann man das ermöglichen, dass es gleichermaßen die Chancen gibt für Schüler, einfach Zugang zu ihren Schulen und ihren Lehrern zu haben? Also die Kommunalpolitiker, mit denen ich vor 5 Minuten noch telefoniert habe, die haben gesagt, wir müssten endlich für weniger Bürokratie sorgen. Und da würde ich gerne antworten, aber dann musste ich ja raus und zu Ihnen kommen, würde ich gerne antworten und ihr müsst für ein bisschen mehr Mut sorgen, weil der Digitalpakt, der umfasst ja 5 Milliarden Euro Bundesmittel, der wurde angekündigt, soweit ich mich erinnere, 2015. Und umgesetzt 2017, jetzt haben wir 2020 und es sind von diesen 5 Milliarden Euro bisher 40 Millionen abgerufen worden. Das kann jetzt nicht irgendwie nur an der Bürokratie liegen. Ich glaube, dass da ein Stück weit auch der Mut und vielleicht auch die Überzeugung und vielleicht vor allem auch die Dringlichkeit gefehlt hat. Und die ist jetzt da. Und da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen dankbar, dass eben, man kann nicht dankbar für dieses Virus sein, ehrlich nicht, aber dass jetzt Schub und auch ein bisschen Druck reinkommt,
Natürlich auch bei anderen Unternehmen, ja. Nicht nur bei in der Schule. Wenn man das anschaut, was aus dieser Krise rausgekommen ist mit Tech, eines der ersten großen Ereignissen, die stattgefunden hat, war dieses Hackathon, Wir gegen Virus. Wir versus Virus. Da gab es was, 43.000 Mitmacher und bis jetzt ist es zu nichts gekommen. Wie kann die Politik Druck auf die Regierung reinbringen, damit viele von diesen Lösungen in der Tat eingesetzt werden können? Da bin ich wirklich auch ein bisschen erschrocken. Da sind die zuständigen Ministerien, das Forschungsministerium und das Wirtschaftsministerium, viel zu langsam darin, jetzt die Funds, die sie dafür zur Verfügung haben, auch einzusetzen. Damit enttäuscht man natürlich auch viele, die jetzt engagiert in diese Sache reingegangen sind. Viele sind ja mit ihren Projekten reingegangen, die sie vorher schon gedanklich entwickelt hatten. Die sind schon sehr weit. Und die Politik ist einfach ein bisschen in ihren Strukturen zu langsam. Ich meine, wir staunen ja schon und zu Recht über die Geschwindigkeit, in der in den letzten 2, 3 Wochen Gesetze beschlossen und beraten und mit Abschluss beim Bundesrat und Bundespräsidenten, wie schnell wir sein können. Ja, aber in anderen Dingen sind wir quälend langsam. Und da müssen wir einfach nochmal Druck machen. Und natürlich auch müssen diejenigen, die jetzt Projekte begleitet haben, die an der Organisation beteiligt waren, die auch Mentoren waren und Juroren waren, die sind ja sitzen ja in den Digitalräten und so weiter auch mit dabei, sind ja alles auch in Teilen prominente Leute. Und die müssen da, glaube ich, einfach nochmal Druck machen. Eines der Ironien ist, einige von den besten Ideen, die besten Lösungen, die aus diesem Hackathon gekommen sind, waren, um öffentliche Verwaltung besser zu machen, digitaler zu machen und Prozesse zu beschleunigen. Vielleicht können wir eines von unseren Umfragen hier aufwerfen. Und es geht genau um diese Themen, eigentlich alle um die Themen, die wir gerade erwähnt haben. Können wir das aufstellen, damit unsere 92 Teilnehmer das beantworten können. Und ich lese es mal vor für diejenigen, die angeschaltet sind per Telefon. In welchem Bereich des Digitalen sehen wir durch die Corona-Krise den großen Verbesserungsbedarf? Und da haben wir ein paar Antworten, sieben Antworten. Das erste ist digitale Arbeitsstrukturen und Homeoffice. Das zweite ist digitale Bildungsangebote. Das dritte ist wissenschaftliches und gesundheitliches Know-how. Das vierte ist bessere Anwendungen von Tracing-Apps. Das fünfte ist Abbau von Ungleichheiten beim Zugang zur digitalen Infrastruktur. Und das letzte ist Online-Angebote des Staates. Also ich glaube, in den letzten 15 Minuten haben wir alle diese Themen schon betroffen. Aber lass uns mal sehen, wo unser Publikum denkt, dass das wichtigste Verbesserungsbedarf liegt. Und danach, nachdem wir das Ergebnis haben, würden wir das offen für Fragen vom Publikum, von unserem 90 Teilnehmer. Und jetzt probieren alle 2 oder 3 Sachen auszuwählen, aber es geht nicht. Das stimmt, genau das. Wir haben das mal überlegt, in der Tat, aber wir dachten, alle würden alle auswählen und dann ist das Ergebnis ein bisschen nicht so erleuchtend für uns. Also man muss das Allerwichtigste aus diesen Verbesserungsbedarfgebieten auswählen. Okay, dann machen wir die Ergebnisse jetzt, laden wir die hoch und dann gehen wir zu Fragen von dem Publikum. Okay, jetzt haben wir die Ergebnisse und also dass alle Größte mit 22% war Abbau von Ungleichheiten beim Zugang zu digitaler Infrastruktur. Also das, was man vor der Krise hat, ist immer noch das, was man nach der Krise hat. Digitale Infrastruktur flächendeckend. Das ist das erste Schritt in allen Bereichen. Der zweite größte Antwort mit 16% war digitale Bildungsangebote. Dann jeweils mit 9% hatten wir digitale Arbeitsstrukturen und Homeoffice. Und Online-Angebot des Staates, das mit 9%. Mit 5% hatten wir bessere Anwendungen von Apps.
Und im letzten hatten wir wissenschaftliches Know-how. Also das Thema, was wirklich alles beträgt jetzt, diese Idee von Apps und wie man mit Tech die Corona-Krise überwinden kann, ist in der Tat nicht, was bei den Bürgern anliegt. Vielleicht können wir jetzt Fragen vom Publikum haben. Und zwar, mal sehen. Bitte Hände hochhalten, wenn Sie eine Frage haben. Wir haben eine Frage von Niklas Kasso. Niklas, du bist dran. Könnt ihr mich hören? Bitte Ja. stellen Sie, stell dich vor. Ich Ja, kenne okay. dich, aber die anderen. Ja. Mein Name ist Niklas Kosso. Ich bin Doktorand an der Hertie School, Mitglied im Next Generation AI Network von Aspen und außerdem auch Mitglied bei D64 Zentrum für digitalen Fortschritt, was Saskia ja auch gut kennt. Und eine Frage, die ich mich in den letzten Wochen immer wieder stelle, sowohl bei dem Thema Bildungspakt und dem Geld, was da so langsam abläuft, aber auch bei der Nachricht, die heute im Tagesspiegel stand, dass die Einführung der E-Akte in Berlin so lange dauert, also wo das Datum 2023 jetzt schon gekippt und es soll 20 bis 2025 wahrscheinlich dauern, ist halt die Frage der Vergabe im digitalen Bereich. Und ich bin kein großer Fan davon, Vergaberegeln einfach zu lockern. Aber gleichzeitig müssen wir uns, glaube ich, schon fragen, ob wir hier nochmal Reformen angehen müssen, um die Vergabe von Aufträgen von staatlicher Seite leichter zu machen, damit digitale Reformen auch besser angegangen werden kann. Und da wollte ich dich fragen, Saskia, ob es dazu Überlegungen gibt und wie die aussehen, beziehungsweise welchen Punkt die sind. Ja, es gibt natürlich Überlegungen, es muss ja alles im Rahmen des europäischen Vergaberechts auch sein. Aber das europäische Vergaberecht ist viel, viel offener als viele, vor allem kleine Verwaltungseinheiten. Man kann dort beispielsweise auch soziale Vorgaben machen und vieles andere. Und insofern muss man, glaube ich, ein bisschen genauer hingucken, wo die Probleme liegen jeweils. Ob in Berlin jetzt die Einführung der E-Akte an der Vergabe scheitert, wage ich mal zu bezweifeln. Ich glaube, dass Verwaltungsstrukturen und insbesondere so komplexe Verwaltungsstrukturen wie im Land und Stadt Berlin einfach sehr, sehr schwierig auch zu verändern sind. Da gibt es viele, viele strukturelle Gründe auch für mangelnde oder geringe Veränderungsbereitschaft und Fähigkeit. Verwaltung ist da schon sehr schwierig. Wir haben mit dem Online-Zugangsgesetz ja einiges an Hürden überwunden, dass der Bund auch Geld geben kann und dass auch vor allem alle zusammenarbeiten und nicht jede Ebene für sich. Einer für alle heißt das Prinzip dann, also ein Bundesland entwickelt das Elterngeld digital und die anderen können dann das Verfahren auch anwenden. Ja, okay, ihr hattet gedacht, das ist schon immer so, aber es war bisher gar nicht so. Und das ist deswegen eine gute Vorgehensweise. Man versucht sich in Digitallaboren und Design Thinking Ansätzen und ähnlichem mehr und versucht da besser zu werden. Aber es schlägt noch nicht richtig durch. Aber bei den Schulen tatsächlich, da glaube ich, dass so ein bisschen, immer wenn es auch um Technikausschreibungen geht, die Leute das Gefühl haben, wenn ich heute ausschreibe, dann habe ich vielleicht die technologische Entwicklung von morgen verpasst und habe was eingekauft, was nicht dem neuesten Stand entspricht. Und dann wartet man ab. Und man sollte nicht sein Leben lang abwarten, weil man sonst nicht vorankommt. Es kommt, wie gesagt, durch die Corona-Kontaktbeschränkungen kommt viel Schub in das Thema in allen Ebenen. Und wir hoffen dann mehr voranzukommen als bisher. Okay, wir haben noch eine Frage oder eine andere Frage von Wolfgang Köhner. Die Frage ist, sei es für Tracing-Apps oder Vereinfachungen in Verfahren und wie kann das Provisorische der Krise, das Vorübergehende vieler Maßnahmen vom Parlament kontrolliert bzw. durchgesetzt werden? Also gerade die Vorläufigkeit und Begrenztheit der Maßnahmen, die unsere Freiheitsrechte einschränken, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich damit in die richtige Richtung gehe, ich hoffe, in die Richtung der Frage nämlich,
Wir haben zum Beispiel auch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, und da waren wir tatsächlich mal gesetzgeberisch tätig. Die haben wir von vornherein auf ein Jahr begrenzt. Und wenn wir bis dahin nicht, sehr schön, wenn wir bis dahin nicht eine weitere Lösung gefunden haben, dann fallen wir ins alte Recht zurück. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Lösung an der Stelle, weil die Erweiterungen ja sehr schnell gegangen sind. Und das, was jetzt im Verordnungsweg von den Bundesländern beschlossen wird, also diese Kontaktbeschränkungen und auch die Schulschließungen, das geschieht alles auf der Grundlage von bestehenden Gesetzen. Und da klagen auch die Parlamente so ein bisschen, wir haben da gar keinen Einfluss. Da müssen wir alle gemeinsam, glaube ich, auch mit der öffentlichen Debatte darauf achten, dass eben die Abwägung von Freiheitsrechten und Infektionsschutz und anderen Sicherheitsaspekten wie schon immer regelmäßig erfolgt und wir da auch kritisch drauf gucken. Vielleicht können wir das ein bisschen erweitern, und wir haben auch eine Umfrage, das genau sich mit dieser Frage auseinandersetzt, und vielleicht können wir das auch hochladen in diesem Moment, und während wir das machen, vielleicht können andere ihre Fragen melden. Die Frage ist, welcher technologische Aspekt in der Covid-19-Krise-Debatte benötigt in Deutschland mehr politische Aufmerksamkeit, und vielleicht können wir sagen auch parlamentarische Aufmerksamkeit. Und da haben wir auch sechs Möglichkeiten. Das erste ist Auswirkungen der Automatisierung auf die Erholungsphase nach Covid-19. Die zweite ist die Rolle der EU bei Gewährleistung der technologischen Wettbewerbsfähigkeit Europas. Das dritte ist Datenschutz, Überwachung und Schutz der Privatsphäre mit Einführung einer neuen Tracing-Technologie. Das vierte ist die Verbreitung von Disinformation. Das fünfte ist Gewinn von Big Tech infolge der wirtschaftlichen Unterbrechung durch Covid-19. Und das letzte ist Post-Covid-Chancen bei der digitalen Bildung. Und wieder mal, ich kann es mir vorstellen, dass beantwortet werden mit einem Ja. Das sind alle Prioritäten, die brauchen alle mehr politische Aufmerksamkeit, aber bitte nur eine antworten. Und während wir das warten, vielleicht können wir eine Frage von jemand anders bekommen, nämlich wir haben jetzt eine Reihe. Bei mir kommt es leider nicht hoch. Okay, jetzt von Hubertus von Rohne. Hubertus von Rohne, Sie sind dran. Bitte Ihre Fragen stellen. Hallo? Ja, wir hören Sie. Ja, hallo, also ich bin Deutscher, der in Frankreich lebt. Insofern stelle ich eine Frage zu Europa. Bitte. Und zwar sehen wir uns alle überall weltweit betroffen von Corona. Ganz über Europa verteilt haben wir schreckliche Zahlen gesehen und sind insofern unabhängig von unserer Sprache, Religion, alle betroffen. Da hätte ich gehofft, dass in so einem Moment die Solidarität auch gerade innerhalb von Europa wächst und wir das als Chance für Europa sehen. Was wir gesehen haben, ist leider das Hochziehen von Grenzen, zum Beispiel zwischen Deutschland und Frankreich. Das finde ich, ist genau die schlechteste Tendenz, die wir haben könnten aus so einer Krise. Wie können wir das auch auf politischer Ebene wieder drehen in die richtige Richtung? Okay. Nee. Bitte, Frau Esken. Ja, wir haben ja tatsächlich sogar Grenzübertritte zwischen Bundesländern beschränkt. Mecklenburg-Vorpommern hat es getan, weil die Angst hatten, dass zu viel Wochenendverkehr, Wochenendausflügler kommen und dass sie dann damit das Infektionsgeschehen nicht mehr in den Griff bekommen, weil sie die Leute nicht kontrolliert bekommen. Wohnen die da oder kommen die von außerhalb? Und so ähnlich ist es eben auch mit der Grenzschließung in Anführungsstrichen gewesen zwischen Frankreich und Deutschland, ja, dass man gesagt hat, der kleine Grenzverkehr, vor allem der Berufstätigen, der soll weiterhin erlaubt sein, aber es soll eben kein Tourismus stattfinden. Und ich glaube, wenn wir Kontaktbeschränkungen haben in dem Sinne, die ja quasi heißen, bitte bleibt zu Hause, soweit es irgend möglich ist, dann gilt es auch für Grenzübertritte. Das heißt aber nicht, dass wir die Grenzen hochziehen zwischen den Ländern. Das ist auch keine Absage an die Solidarität. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt eher erwartet, dass Sie fragen, warum
so eine bisschen die bisher die Ablehnung gegenüber Corona-Bonds oder Euro-Bonds ausgesprochen wurde von Deutschland oder auch von anderen, von der Niederlande zum Beispiel. Das ist ein Zeichen einer also angstvollen Debatte gegenüber, oh je, gehen wir jetzt in die Schuldenunion, wo eigentlich eine starke Antwort notwendig wäre und auch eine gemeinsame Verantwortungsübernahme. Da würde ich mir mehr Solidarität wünschen. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass auch, also man konnte ja geradeaus anklicken, die letzte Frage, Chancen von Post-Corona. Ich glaube, in Post-Corona und in dem, was wir jetzt in Corona sehen, stecken auch sehr viele Chancen zur gesellschaftlichen Entwicklung und auch zur Entwicklung von mehr Solidarität in unserer Gesellschaft und in Europa und international. Darf ich ganz kurz diese Frage, Sie haben gesagt, Solidarität, wir können das stärken in diesem Moment. Wie können wir das technologisch machen? Sehen wir durch die Technologie eine Zwiespalt der Solidarität, in dem viele das schon die Möglichkeit haben, sich mit digitalen Lösungen auseinanderzusetzen? Wie können wir das ein bisschen besser zusammenhalten? Also ich glaube, da müssen wir vielleicht zwei Dinge auseinanderhalten, Solidarität und Gerechtigkeit. Ich glaube, die Solidarität und die zivilgesellschaftliche Stärke auch, füreinander einzustehen. Wir hatten Plattformen, die Nachbarschaftshilfe organisiert haben und so weiter. Ich glaube, die Solidarität hat durch die Digitalisierung eine starke Chance. Aber wir haben keine gerechte Teilhabe, weil eben alle Zugang zum Netz haben und auch nicht alle über die Kompetenzen verfügen. Zumindest jedenfalls nicht über solche, mit denen ich auch handelnd Einfluss nehmen kann und nicht nur als Konsument agieren im Netz. Und da haben wir wirklich eine wichtige Aufgabe. Und das Drama an diesem Digital Gap ist ja, dass er direkt entlang des Social Gap verläuft und diesen auch noch weiter vertieft. Das heißt also, soziale Unterschiede werden durch die Digitalisierung und durch die ungleiche Verteilung noch vertieft. Das ist auch zum Beispiel ein Ergebnis der ICI-Studie gewesen, die Bildung in Deutschland und in anderen Ländern in der OECD untersucht hat, die digitale Bildung, und wo auch man uns ganz deutlich gesagt hat, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht ein Drittel der Schülerinnen und Schüler verliert. Und die eben nicht kompetent teilhaben, die nicht mal wussten, wie man irgendwo eine Webseitenadresse eingibt, um die aufzurufen. Ja. Geschweige denn wirklich auch handelnd eingreifen, kreativ und wie wir es uns wünschen. Immer das große Emanzipationsversprechen, das wir in der Digitalisierung gesehen haben, das ist für die da, die es nutzen können, für die anderen nicht. Und da sind wir als Politik verantwortlich, das besser zu machen. Wir haben noch ein paar Fragen. Wir holen Fragen von Jürgen Joost und dann sehen wir die Ergebnisse von unserer Umfrage. Jürgen, Sie sind dran. Ja. Können Sie mich verstehen? Ja. Ja, okay, super. Das Thema der Chancen im Bereich der Telemedizin, ja, und die Umsetzung, das klafft nach wie vor ja relativ weit auseinander. Ich kann mich erinnern, dass die ersten Schritte vor 20 Jahren gemacht wurden. Jetzt durch Covid-19 ergibt sich dort gegebenenfalls eine deutlich bessere Perspektive, auch was die Unterstützung solcher Lösungen betrifft. Würden Sie sich, Frau Esken, und auch die SPD mit Ihnen gemeinsam dafür einsetzen, dass diese Dinge dann auch nachhaltig beschleunigt werden? Das heißt also nicht nur für die Phase der Pandemie, sondern auch deutlich über die Phase hinaus, sodass man Themen wie Telemedizin im Bereich der Televisite oder der telemedizinischen ambulanten Versorgung stärker umsetzt. Ja, also zumindest sind wir ja schon in der letzten Legislaturperiode da gesetzgeberisch tätig geworden, dass eben jetzt überhaupt Telemedizin sozusagen erlaubt und auch abrechenbar ist. Und das ist ein wichtiger Schritt gewesen, aber auch da hat bisher sozusagen der Druck des Bedarfs und die Dringlichkeit ein Stück weit gefehlt, beziehungsweise ist die Digitalisierung noch nicht so richtig als Lösung auch durchgedrungen. Wenn wir sehen, dass zum Beispiel im ländlichen Raum eben keine Ärzte für die ambulante Versorgung mehr, niemand mehr gefunden wird, der Lust hat, auf dem Land zu arbeiten. Weil 24/7 Arzt sein macht nicht jedem Spaß. Und da sind für die Versorgung in der Fläche tatsächlich auch telemedizinische
Angebote und ganz, ganz dringend notwendig. Und da kommt jetzt auch so ein Generationswechsel und dann kommt mehr Druck in die, in die, in die Umsetzung. Und dann hoffe ich, dass auch die Widerstände erstens gegen, gegen die Einrichtung von MVZs und zweitens gegen die Anwendung von Telemedizin für die Fläche, dass die schwinden und dass wir dann auch vorankommen. Okay, lassen uns jetzt die Ergebnisse von diesen Umfragen sehen und dann haben wir zwei weitere Fragen und dann machen wir Schluss für diese Runde, damit Frau Esken den Zug fangen kann. Okay, jetzt haben wir die Ergebnisse und zwar B, also was braucht mehr politische Aufmerksamkeit in Deutschland? Und das Allerstärkste war die Rolle von der EU bei der Gewährleistung von technologischer Wettbewerbsfähigkeit Europas. Das mit 19%. In zweiter Stelle war Post-Covid-Chancen für digitale Bildung. Das haben wir schon gesehen. Und in dritter Stelle war die Verbreitung von Desinformation. Sehr interessante Ergebnisse dort. Habe ich nicht erwartet, aber die Rolle Europas ist etwas, was man hat das Gefühl, dass es ein bisschen fehlt hier. Überrascht das Sie, Frau Esken? Nein, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil wir mit der europäischen Antwort auf die Angebote oder an die Modelle der Digitalisierung, die wir aus den USA gezeigt bekommen, aber auch die wir in China sehen, da müssen wir eine europäische Antwort drauf geben. Kein Land in Europa ist stark genug und durchsetzungsfähig genug, auch um da alleine eine Antwort drauf zu geben. Das ist tatsächlich so. Und da müssen wir uns noch stärker zusammenschließen. Ich hoffe auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, auf die deutsche und auf die portugiesische Ratspräsidentschaft, die jetzt ansteht, in diesem Jahr und im ersten Halbjahr nächstes Jahr. Wo wir eine gute Strecke an der Stelle machen können. Wir haben Zeit für vielleicht zwei Fragen mehr, zwei kurze Fragen. Das erste ist von Nils und das zweite von Wolfgang Kleinwächter. Nils, Sie sind dran. Vielen Dank, Saskia. Wir haben ja eine lange Zeit hier eine Diskussion über dezentrale und zentrale Datenspeicherung gesehen. Geht das nicht so ein bisschen an der eigentlichen Sache vorbei? Brauchen wir nicht eine effektive App, die interoperabel ist, gerade auch in Bezug auf EU-Länder und andere Lösungen, die Datenschutz natürlich berücksichtigt, aber wobei die Architektur eigentlich eher nebensächlich ist, waren wir hier nicht zu langsam? Ja, wir haben ja jetzt eine gute Grundlage für eine europaweite und auch darüber hinaus Lösung dadurch gefunden, dass eben auch die grundlegenden Probleme auf Betriebssystemseite durch die Zusammenarbeit von Apple und Google gelöst wurden. Eine historische Zusammenarbeit, die es vorher so nicht gegeben hat, was Covid-19 alles möglich macht, wer hätte das geglaubt? Jetzt kommt es darauf an, dass wir eben auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger mit dieser App gewinnen. Und da ist eben der Datenschutz ein ganz wichtiger Aspekt und die Privatsphäre, weil gerade Gesundheitsdaten und die Frage, bin ich infiziert oder nicht, oder wie lange bin ich schon infiziert und bin ich immun oder nicht, oder mit wem hatte ich Kontakt, das sind schon Fragen, die sehr privat sind und wo jeder auch sich sicher sein muss, dass da keine Diskriminierung durch entsteht. Und deswegen ist es, finde ich es wichtig, dass man dort für Vertrauen sorgt. Und der dezentrale Ansatz ist eben der das geringste Missbrauchsrisiko mit sich bringt. Und der wird ja jetzt auch verfolgt. Und insofern kann es ja jetzt gut vorangehen. Okay, jetzt die letzte Frage ist von Wolfgang Kleinwächter. Wolfgang, Sie sind dran. Sie können mich nicht hören. Ja, wir hören Sie. Ah, wunderbar. Also meine Frage betrifft die internationale Dimension. Wir sehen ja, dass Grund- und Menschenrechte benutzt werden, die Situation benutzt werden, um Grundrechte in vielen Ländern einzuschränken, selbst in der EU, wenn man an Ungarn und Polen denkt. Wenn die Krise vorbei ist, was könnte man auf internationaler Bühne, zum Beispiel in der UNO, tun, damit das Thema auf die Tagesordnung kommt und nicht als eine neue Selbstverständlichkeit eines begrenzten und eingeschränkten Internet fortdauert? Sehr gute Frage.
sehr gute und sehr wichtige Frage. Wir müssen auch sozusagen wehren. Deswegen bin ich auch bei der EFSA dankbar, dass wir das Thema debattiert haben, trotz aller Eilbedürftigkeit. Wir müssen da auch während der Krise ein Auge drauf haben. Es wäre wichtig gewesen, dass wir da auch auf europäischer Ebene reagieren, wenn ein Staat wie Ungarn, und Einzelne haben das ja auch getan, wenn ein Staat wie Ungarn die Freiheitsrechte seiner Bürgerinnen und Bürger einschränkt auf der Grundlage von Covid-19. Aber eigentlich sind es Einschränkungen, die schon länger sozusagen geplant sind. Man hat die Situation nur ausgenutzt. Und das darf nicht sein. Das sind Einschränkungen, die für immer gelten und nicht übergangsweise. Wo hatten wir vorher auch schon die Frage, die Maßnahmen müssen immer befristet sein. Sie müssen auch wirksam sein, sie müssen verhältnismäßig sein. Und es muss auch eine gesellschaftliche Debatte dazu möglich sein und stattfinden und auch eine parlamentarische. Und all das ist in Ungarn nicht gegeben. Und deswegen muss man Ungarn da auch auf die Füße treten. Und die EU muss auch deutlich machen, dass es im Rahmen der europäischen Werte nicht vereinbar ist. Also ich glaube, das ist der perfekte Schlusswort dafür. Befristet, wirksam und verhältnismäßig. Ich glaube, mit all diesen neuen Technologien müssen wir und sollten wir diese Maßstaben voranbringen. Damit möchte ich mich bei Ihnen bedanken, Frau Esken. Das war eine fantastische Runde. Das ist genau der Sinn dieser Serie, High-Octane-Runde on the record zu machen zum Thema Covid und Tech. Und ich glaube, das ist sehr gut gelungen. Vielen Dank dafür. Und wir sehen uns hoffentlich irgendwann mal in Berlin in Post-Covid-Zeiten. Vielen Dank auch an Sie. Und ich freue mich auch. Und wir gerne wieder, können wir gerne wieder machen. Hat Spaß gemacht. Sehr gut. Danke. Vielen Dank. Tschüss.